So, meine aktiven Freunde, hier bin ich wieder bei einem neuen Video und ja, wir sind immer noch bei den 10 aus 2 Mods und wir hatten beim letzten Mal auf jeden Fall diesen krassen Vegetto Mod, das war auf jeden Fall sehr nice, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Heute sind wir natürlich bei diesem Mod. Sieht ja aus wie Black mit Xeno fusioniert oder was weiß ich. Sieht auf jeden Fall schon mal schön aus, hat natürlich keine Aufladeanimation, hat auch ein Custom Move, vielleicht nehme ich den ja auch noch mit rein, aber vielleicht, der ist ja doch nicht so nice, wie ich jetzt dachte. Genau, wir testen ihn jetzt erstmal, vielleicht nehme ich ihn als Einzelcharakter, vielleicht nehme ich den anderen noch mit dazu, das überlege ich mir noch. Ja, auf jeden Fall testen wir erstmal den da, mal sehen, was der so Schönes drauf hat. Sind wie gesagt noch chinesische Mods, wie gesagt, ich möchte die ja noch alle vor Dragon Ball Kakarot hier abgeschlossen haben. Nach Dragon Ball Kakarot werde ich natürlich wieder mit Tenkaichi 2 ein bisschen weitermachen. Aber ja, erstmal natürlich kommt jetzt bald Dragon Ball Kakarot. Wenn dieses Video hier online ist, natürlich. Alter. Alter! Ich hasse das, ne? Das sind so geile Charaktere, ne? Wieso kann ich sowas nicht? Das ist nur der X-Move. Nur der X-Move, Alter! Y? Alter! Zack! Zack, 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 boom! Hammer! Boah, guck dir das an, Leute! Hammer geil! Zack. Genau, kann der ausweichen? Hm, schade. Schade, wirklich. Komm, wir gehen mal wieder aufs Feld. Unter Wasser ist doch nicht so schön, ne? Licht der Gerechtigkeit, schöne Attacke. Ach Leute, bald kommt Kakarot. Ich kann nicht mehr abwarten, ne? Ich weiß, wenn dieses Video hier online kommt, dann ist dieses hier schon lange aufgenommen. Wie gesagt, ich nehme das heute am 15. auf. Ohne Witz, ich kann es kaum mehr abwarten. Ich will dieses Spiel endlich haben. Also ich habe es schon gedownloadet, aber ich kann es nicht spielen. Das ist doch, das ist so, als ob man wie früher an Weihnachten, wo die Eltern mit einem einkaufen waren, ein neues Spiel, wie zum Beispiel bei mir früher mit Tenkaichi 2, das weiß ich noch, habe ich dann zu Weihnachten ausgesucht. Und meine Eltern so zwei Wochen vor Weihnachten. Dort spielt das, der erst am Weihnachten haben. Und dann, ja, ist natürlich Arschkarte. Hast du dieses Spiel schon in der Hand gehabt? So ist das jetzt bei mir gerade auch. Hast du es schon in der Hand gehabt, das Spiel? Und das nicht spielen. Das ist, ja, leider Gottes so. Upp, noch nicht. Das greife ich noch jetzt. Zack. Bing. Ja, ist jetzt nicht so ein geiler Move. Alter. Alter. Das sieht cool aus. Mit einer Hand. Auf jeden Fall mal was Neues. Auf jeden Fall. Das sieht echt cool aus. Das sieht mega cool aus. Nein, Trunks, verpiss dich! Ah, Trunks, du versaust gerade das Bild, du Affe. Alter! Ich liebe chinesische Mods. Einfach Liebe. Oh, schön. Aber wir werden ihn natürlich nicht als Einzelcharakter nehmen. Denn ich werde. Ich will ihn nicht nehmen, denn der ist bestimmt. Also der ist, glaube ich, ist der richtig nice. Ich glaube es aber auch nur. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Nee, wir nehmen den auf jeden Fall nicht mit dazu. Ich weiß nicht. Ich will das lieber nicht so, ne? Weil, der Charakter ist nice. Die Charaktere habe ich euch alle schon mal gezeigt. So ist es nicht. Die sind auch echt klasse. Wir können es ja mal. So machen wir den Vegeta Blue und nehmen ihn hier als Gegner.
und gehen dann mal in die Berge. Und dann machen wir einfach mal so ein bisschen kämpfen. Wie gesagt, es ist schwierig beim Einzelmod, die Videos so lange zu strecken, weil ja, die Charaktere haben hier nicht so viele Kombos, sage ich jetzt mal. Auch wenn man das gerne so zeigen möchte. Warte, wir müssen aber natürlich hier alles auf normal, normal, normal. Und mal gucken, wie lange wir überleben. Achso, ja, er macht ja gar nichts. Kamehameha! Boah, er hat nicht ausgewichen, warum? Das ist doch stark, warum weicht er nicht aus? Was? Ist mein Ki? Stopp! Okay, bis jetzt liegen wir ganz gut, also wir könnten das vielleicht schaffen. Aha. Und bis jetzt könnten wir es vielleicht schaffen. Aber der Computer stellt sich gerade auch echt scheiße an, wenn ich ehrlich bin. Wir machen weiter auf super stark, denn der Computer ist echt viel zu lahm. Aber diese, ja, die Map hier ist auch nicht so ganz nice. Nein! Die waren zu langsam, scheiße. Aber die zieht auch nicht unbedingt mehr. Nö, eigentlich nicht. Ich habe ja auch vor, ich weiß aber nicht, ob ihr darauf Bock hättet, ist jetzt meine Idee, dass ich eigene 10-2 Mods erstelle. Das heißt also, ich nehme vorhandene Charaktere, wie jetzt zum Beispiel diesen Goku Black hier, und gebe einfach mal so ein paar Fun-Attacken. Ich sage jetzt mal, wie zum Beispiel Genki-Dama, kann ich ihnen alles geben, das ist ja nur so Fun-Charakter. Ich muss die ja nicht jetzt dann hochladen und als meine Mods ausgeben, das möchte ich auch gar nicht. Ich kann hier schon hochladen, damit die neuen Moves, aber es ist halt dann nicht mein Charakter, weil es ist ja, also ich habe dieses Model auf jeden Fall nicht erstellt. Ah, bin tot. Aber also, du, das wäre vielleicht auch eine gute Idee, dass sie sozusagen den Charakter nehmen und ihr noch bessere Moves geben, weil es gibt ja genug Charaktere, die scheiß Moves haben. Ey, ich bin noch gar nicht geheilt. Chill. Oh ja, wir haben gebreakt. Nein, ich wollte wieder Hieb einsetzen. Stopp. Bumm. Sehr schön. Also es ist auch mit Nicht-Mod-Charakter möglich, ihn zu besiegen. Damit kann man es auf jeden Fall schon mal sagen. Ich habe jetzt ein bisschen schlecht gespielt, ja. Aber es ist möglich, auf jeden Fall. Er hat jetzt nicht unbedingt viel mehr Verteidigung als sonst. Aber es ist nice. Gut, ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall wieder gefallen. Auf meine Idee könnt ihr immer gerne reacten, was ihr dazu sagt. Und ich bin damit wieder raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.